Willkommen in der Kunstmühle Schmelzhofen. Ich werde euch dann später zeigen, mein Territorium hier, was ich hier mache. Und zuerst muss ich einmal die Batterie unterbringen, weil die gehört jetzt in einen Traktor eingebaut. So, das ist so mein Winteratelier. Hier arbeite ich im Winter in diesen Räumen. Da kann ich mit dem Computer arbeiten, denn es ist ja sehr kalt in diesem ganzen Gebiet und die Heizung hier erlaubt mir, dass ich das im Winter auch verwenden kann. Hier kann ich auch meine auf Papier und am Boden arbeiten. Ich arbeite ja sehr viel großformatig, das werdet ihr dann später sehen. Aber für den Winter genügt mir dieses Domizil hier, da ich ja einen Großteil meines Lebens auch in Amerika verwende, in Kalifornien, und dort eben mindestens 6 Monate im Jahr verwende. So, das sind so ein Depot, wo ich Sachen unterbringe. Das ist ein Gerümpel hier, halbfertige Sachen, zum Teil fertige Arbeiten, aber auch vieles in Arbeit. Das sind so mehr technische Geräte, die ich hier abgestellt habe. Alte Bilder, neue Bilder, Objekte. Und da hier geht es ins große Atelier, das eigentlich nur im Sommer benutzbar ist, da es relativ unmöglich ist zu beheizen. So, jetzt sind wir in einem Atelier, wo ich arbeite, also meine Malerei mache. Sozusagen hier male ich, weil es in diesem Gebäude das beste Licht ist. Es sind 5 Stockwerke, oben gibt es noch einen Stock, das ist so eine Art eine Pufferzone für mich. Das ist meine Malatelier, darunter ist das Atelier zum Objekte bauen, meine Werkstätte und mein Fundus. Und ganz unten war normal die Mühle, es ist ein Veranstaltungsraum. Ich muss ein paar Punkte machen. Das ist eine Spezialdusche, die eigentlich von den Graffiti-Painters verwendet wird. Und das ist für mich sehr wichtig, dass ich das einmal die Struktur da reinbringe in dieses Bild. Das Bild ist erst fertig, wenn da einmal alles irgendwo eine Struktur hat. Das heißt, dass man hindurchschauen kann. Nicht immer dieser fade Blick ist, wo das flach wirkt, sondern dass es da ein bisschen eine Dimension bekommt. Und das ist auch so eine meditative Arbeit für mich, diese Punkte zu machen. Wichtig ist, dass sie in verschiedenen Größen sind, und das ist eine sehr einfache, wie gesagt, meditative Arbeit. Die kommt dann dazu, wenn das Bild einmal schon auskonzipiert ist und zum Druck zu mir kommt, dann wird das übermalt. Und der letzte Aspekt ist dann diese
sozusagen Punktelei. Das ist halt jetzt in den letzten Jahren dazugekommen. Sagen wir, die Fläche ist ja fertig einmal. Jetzt mache ich mir meine Mahlmischung hier. Zwar nehme ich da mal ein paar Eier her. Jetzt brauche ich da mal einen Trichter, wo die reingehören. Und zwar versuche ich nur den Dotter herzunehmen, der da reingeht. Diese Technik ist die Eitempera. Und diese Tempera-Technik ist die älteste, die es gibt. Und zwar ein Drittel Ei, ein Drittel Wasser. So, schätze, ist das ungefähr ein Drittel, ja. Und ein Drittel Leinölfirnis. Und diese Technik ist sehr alt, man muss das richtig durchmischen und durchschütteln. Man muss das auch immer im Kühlschrank haben, weil sonst dann stinkt das hier. Und in einer Zeit stinkt das Ganze hier nach faulen Eiern. Und wenn es einmal ein bisschen durchgemischt ist, dann kann man das einmal mit den Pigmenten in eine Farbe abmischen. Ja, das ist gut, die Farbe ist gut. Hier sind wir in einem Raum, der Objekte hat von mir, die aus verschiedenen Jahren stammen, die zum Teil fertig sind, also fertig sind sie alle, aber zum Teil zerlegt, weil sie nicht immer im ursprünglichen Zustand unterbringen. Das ist ein, sozusagen ein Depot. Das war der ehemalige Pferdestall und ja, ich verwende es jetzt als Depot. Dann gehen wir da in einen anderen Raum. Das war der ehemalige Mostkeller. Ein sehr uriger Raum. Alle diese Räume sind für mich Depots geworden. Wie gesagt, das ist auch ein Raum, der als Depot verwendet wird. Wie zum Beispiel diese Kugeln, die da sind. Ja. Das sind Betonkugeln, das ist immer Beton übrig geblieben bei unseren Arbeiten hier. Und aus diesem Beton haben wir am Ende des Tages dann Kugeln gemacht. Diese sozusagen dummen Kugeln. Und anstelle, dass ich den Beton wegwirf, möchte ich jetzt werde ich da doch irgendwie verwenden. Und diese Sachen sind leider, da hat irgendwann einmal ein Marder hier drin gewühlt und der hat mir meine ganzen Innereien von diesen Torsos herausgefressen. Die muss ich wieder restaurieren. Das sind so Sachen, die, mit denen man halt lebt hier, wenn man mehrere Tiere, wilde Tiere im Gebäude hat oder ein Anwesen hat. Was sehr schön ist. Ich finde sie sehr schön, diese Tiere. Ich liebe sie auch. Wenn man da reinschaut, da sieht man oben die Christusfigur, die da oben hängt. Das ist eine Sequoia Gigantica, die wo der Blitz eingeschlagen hat in den 60er Jahren. Er hat sie getrennt. Da ist ein 7 Meter tiefes Loch drin.
Also ich liebe es, da hier herumzugehen. Jeden Tag gehe ich mindestens zweimal im Park spazieren mit meiner Frau. Wir schauen uns das alles an. Wir kennen jedes Detail, wissen, was jeder Baum braucht oder wo man wieder was zu tun hat und so. Und es ist ein schöner Platz, sagt man, ein Power Place. Hat etwas. Ich freue mich immer, wenn wir am Abend hier uns niedersetzen und so die Ruhe genießen. Das gehört dazu. Zum Arbeiten braucht man viel Ruhe, damit man irgendwo sich die Gedanken sammeln kann und irgendwo konzentrieren kann und dann geht es wieder weiter. Es geht ja mir nicht um irgendwas zu verändern, sondern es ist wirklich nur ein Anliegen, etwas auszudrücken, etwas zu machen, was eigentlich in jedem steckt. Jeder könnte eigentlich das machen, was ich mache. Da ist keine Magie dabei. Denn es geht darum, dass man sich auf etwas konzentriert und wirklich dabei bleibt. Und das konsequent macht. Und irgendwo ist jeder irgendwo ein Künstler, der bei etwas dabei bleibt. Und das wird immer, der wird auch immer besser in dem, was er macht. So sehe ich die Kunst irgendwie. Man muss dabei bleiben. Man muss den Stamina haben, dabei zu bleiben.